Ja, herzlich willkommen bei dieser Blender-Präsentation. Hier geht es um die Präsentation der Rigid Body Physik. Und hier habe ich aufgezeigt, wie man mit der Rigid Body Physik eine Dampfmaschine animieren kann. Die Dampfmaschine, die habe ich vor ein paar Tagen konstruiert. So, ja, das ist ein bisschen übertrieben, ist einfach, ich habe ein paar Maße, habe mir eine technische Zeichnung gemacht und habe das dann in Blender überführt. Ich lade das Modell mal eben. Das ist hier die Dampf heißt die Datei. Das ist die Dampfmaschine. Die ist noch gar nicht fertig, aber um zu zeigen, wie man halt solche beweglichen Teile, die mit entsprechenden Plollstangen verbunden sind, wie man das mit Blender animiert, ist das ganz gut geeignet. So, diese Dampfmaschine besteht im Moment aus dem Schwungrad, dann aus dieser Kurbelwelle hier unten, aus der Plollstange mit den entsprechenden Anschlüssen und aus dieser Balancierstange, so heißt das Ding. Auf dieser Seite, würde jetzt noch hier oben eine Parallelführung hinkommen. Die ist relativ kompliziert, deswegen habe ich die auch noch nicht gemacht. Und hier unten kommt der Kolben, und der Zylinder. So, dann schauen wir uns das mal an. Jetzt ist folgendes: Diese Dampfmaschine, die ist, wenn ich mir die in der Seitenansicht anschaue, die geht wunderbar so in die X-Richtung. Und die ganzen Teile haben die Y-Richtung als Drehachse. Das ist nicht sonderlich glücklich gewählt, wenn man die Blender-Widget Body-Physik benutzt, weil, wenn man die sogenannten Pinions benutzt, um eben die Drehpunkte zu definieren, dann drehen die immer alle um X. Dann muss ich jeden einzelnen rumdrehen. Das geht auch. Habe ich auch schon einmal hier genauso gemacht. Aber ich will jetzt die Dampfmaschine ganz einfach einmal kurz drehen. Um die Z-Achse um 90 Grad. Und das war. Das gehen wir wieder zurück, das Kommando. Da müssen wir erst noch wählen, um was wollen wir überhaupt drehen. Da drehen wir um 3D-Cursor und der liegt hier mittendrin. Okay. So, damit haben wir die Dampfmaschine um 90 Grad gedreht. Wir können die jetzt wieder aufrufen. Sieht genauso aus wie vorher, nur dass sie in einer anderen Richtung liegt. Okay, dann lassen wir uns das mal anschauen. Was kann man mit den Blenderteilen machen, mit dieser Blenderphysik und wie rufe ich sie überhaupt auf? Also, ich habe hier die Tools, Tools-Bereich und da wähle ich ganz einfach Physik aus. Dann kann ich nun erstmal alle Teile aufrufen, die nicht bewegt werden, die aber trotzdem physikalisch eine Berechnung in der Rolle spielen können. Und da sage ich Add Passive. Das mache ich genauso mit diesem Ständer hier, mit diesem Achslager hier und auch mit dem Achslager hier auf dieser Seite. Genauso die Achse hier oben, die kann ich auch als eine passive einen passiven Bereich wählen. So, dann haben wir hier nun das Schwungrad und das muss gelagert werden. Das soll sich ja drehen. Das macht man folgendermaßen, indem man einfach erst das Objekt festlegt, was sich nicht drehen soll, dann das Objekt, was sich drehen soll. Die sind jetzt beide markiert. Und jetzt beide markiert. Aber ich muss das Rad erst zu einer aktiven Physikeinheit machen, damit ich es überhaupt verbinden kann. So, jetzt haben wir es belegt. Dann können wir es connecten und da wähle ich als den sogenannten Pisten als Verbindung.
Und wenn wir uns den jetzt anschauen, dann schauen wir mal oben rein. Das ist der, nennt sich hier Constraint. Dann ist genau die X-Achse auch die Rotationsachse. Ist genau das, was wir haben wollen. Diesen Constraint, den benenne ich jetzt noch in Achse. Oder nennen wir eine Hauptachse. Dann wissen wir hinterher, genau das ist die Drehung um die Hauptachse. So, dann geht's weiter. Ansicht in die 3D-Ansicht. So, dann muss was, wollen wir das auch antreiben. Im Moment können wir die Dampfmaschine nicht mit Dampf antreiben. Man kann vielleicht später mal, wenn der Kolben da ist, das mit Kräften und so weiter machen, aber das halte ich für ein bisschen überkandidelt. Einfachsten ist, das hier mit dem Motor anzutreiben. Dafür connecten wir das nochmal. Dann wählen wir hier halt den Motor. Der hat jetzt auch direkt die richtige für die Drehung. Diesen Constraint, den benennen wir auch um in Motor. Und dann gehen wir hier auf die Physikeinheiten und dann haben wir hier den Constraint noch ausgewählt. Und hier sehen wir, was verbunden worden ist. Und hier können wir daraus einen Drehmotor machen, Angular Motor. Und dem geben wir hier eine maximale Kraft. Hier setzen wir ruhig ein bisschen hoch, sonst dreht das Rad nämlich eventuell nicht. Aber jetzt haben wir da genug Kraft und das Rad fängt jetzt schon an zu drehen. So, dann gehen wir hier noch eben auf die Welteinheiten für die Physik. Da stellen wir hier beim Rigid Body Cache. Das ist schon eingestellt auf 1000. Das heißt, 1000 Bilder werden mit der Physik berechnet. Wenn wir das jetzt also laufen lassen, läuft das 1000 Bilder und dann geht es wieder von vorne los. Jetzt haben wir hier noch weitere Sachen, die drehen sollen. Hier zum Beispiel diese Kurbel, die soll halt mit dem Rad hier mitdrehen. Das machen wir auch einfach. Wir markieren den Kram, wählen Connect. Aber vorher müssen wir hier was eine Physik machen. Add Active und dann wählen wir das Rad dazu. Connecten das Ganze aber nicht mit dem Motor, sondern dann wählen wir einfach fix. Das ist einfach wie zusammengeschweißt. Und schon dreht sich diese Kurbel mit. Und hier haben wir diesen Pin und den, der Einfachheit halber verbinde ich den einfach über Parenting. Mache also kein Physikobjekt daraus. Und dann dreht er auch mit. So, jetzt haben wir hier oben die sogenannte Balancierstange. Das ist bei den damaligen Dampfmaschinen, war das eine gern gewählte Form. Und die Balancierstange, die ist erstmal auch natürlich aktive Physik. Und die dreht sich halt um diese Achse hier. Dann werden wir wieder. Die dreht sich darum. Die connecten wir mit einem Pinion. Piston und schon haben wir die drehbar gelagert. Oh, da passiert jetzt noch nichts. Die ist nämlich sehr gut ausgewogen. Die bewegt sich nicht und hier ist noch gar nichts verbunden. Dann wählen wir hier, das lassen wir auch einfach per Parent an diese Balancierstange binden. Und nun geht es hier um diese Pleuelstange. Diese Pleuelstange, wenn wir die mal bewegen, sehen wir, die hat eine Pleuelstange und die hat einen oberen und einen unteren Teil. Der ist einfach auch schon in der Konstruktion per Parent daran gebunden. Und wie soll man jetzt das verbinden? Okay, das ist auch nicht sonderlich schwer. Und zwar verbinden wir einfach diese Kurbel, nicht das kleine Pin. Kleines Stückchen hier, das ist nämlich keine Physik. Wir machen aus der Pleuelstange eine aktive Physik und dann verbinden wir diese Kurbel mit dieser Pleuelstange. Connect Piston, das ist korrekt. Und da haben wir einmal haben wir hier noch mm-hmm.
So, wir haben noch vergessen, ein paar Constraints zu benennen. Und zwar müssen wir mal gucken, welcher das ist. Das kann man immer ganz gut nachschauen. Schwungrad wird mit der Kurbel verbunden. Den nennen wir ganz einfach Kurbel. Und dieser Constraint, wo sitzt der überhaupt? Ach, das ist klar, die Balancierstange. Da hätte ich auch selber drauf kommen können, ohne zu schauen, was nennen wir. Das nennen wir Con-Balance. Das halt, damit wir später die gut auseinanderhalten können von der alphabetischen Sortierung. So, und hier haben wir den Constraint 2, das ist der neu erzeugte. Das ist Con-Loil-Bunchen. Und der liegt jetzt hier irgendwo mittendrin. Wenn wir uns das in der entsprechenden Seitenansicht anschauen, da liegt der und da soll er hin. Wie macht man das? Erstmal muss man oder sollte man den Cursor auf diesen Punkt hier setzen. Jetzt ist das leider nicht der Mittelpunkt des Objekts. Und da man aber die Maschine selber konstruiert hat, macht man einfach Folgendes. Ich mache das jetzt so. Ich setze den Cursor da auf die Mitte dieses Rades. Lasse diesen Pisten hier, diesen Constraint auf Cursor verschieben, Selection to Cursor, und dann verschiebe ich den um die Y-Achse um 1.8. Falsch. Oder? Ne, das sieht richtig aus. Alles klar. Da habe ich nun den genau dahin. Die 1.8 kommen daher, weil ich halt weiß, wie lang die Kurbel ist. Das sind eben 18 mm. Und die Einheit ist eben hier in dem Fall 1.8 Blendereinheiten. So, dann müssen wir das oben auch noch machen. Da gehen wir hier, verbinden die Pleuelstange mit der Balancierstange, gehen auf Connect. Da haben wir auch hier einen solchen Constraint. Den benennen wir jetzt auch um in Con-Loil oben. Und dann müssen wir, hier gehen wir auch am besten erstmal in die entsprechende Ansicht. Da möchte ich halt dieses Objekt, das kann ich jetzt auch locker als Mittelpunkt nehmen. Da snap ich meinen Cursor drauf. Cursor auf Selected. Und dann snappe ich das Selektierte auf den Cursor. So. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann sollte jetzt die Dampfmaschine schon laufen. Und wie man sieht, dreht die Dampfmaschine hier jetzt schon, das hat sie vorhin auch getan, aber jetzt bewegt sie auch die Balancierstange, und die Pleuelstange folgt ganz genau den entsprechenden Sachen. Jetzt ist noch Folgendes, das macht die jetzt hier so, wenn ich jetzt die Animation unterbreche, es ist möglich, dass auf einmal die Animation komplett aus dem Tritt gerät. Und das macht sie aus einem ganz bestimmten Grunde. Und zwar, diese Constraints für das Ploy, die müssen im Prinzip mit den Elementen weiterfahren. Das sehen wir jetzt hier. Jetzt ist die Ploy-Stange auf einmal völlig... nee, ist sie nicht. Aber das passiert hundertprozentig. Was wir da machen müssen ist, wir gehen wieder auf das Bild Nummer 1. Dann ist alles in Ordnung. Dann wählen wir hier das Ploy und parenten das jetzt entweder an die Balancierstange oder ans Ploy. Ich parente das an die Balancierstange. Das heißt, wir wählen
Control oben und die Balancierstange und bearbeiten das als Objekt da drin. Genau dasselbe machen wir auch hier unten. Da gehen wir auf Control unten und das bearbeiten wir. Das können wir ruhig hier an dieses Teil bearbeiten. Und jetzt läuft auch der Constraint genau auf den richtigen Koordinaten mit. Okay, das war der erste Part und da müssen wir schauen, was wir im zweiten Part noch mit der Dampfmaschine weitermachen können.